willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und ich weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Heute werden wir wieder mit Ulrike kreativ. Und dazu muss ich euch noch eine Kleinigkeit erklären, wenn ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet. Wir haben intern vom Design-Team eine Challenge laufen, wo wir immer ein bestimmtes Thema pro Monat quasi haben, was wir aufgreifen sollen. Und ja, mein Video kommt heute raus und in der Zeit ist das Thema tatsächlich orange-schwarz. Ja, also ich denke, die Farben sind schon mal klar, die ich heute verwenden werde. Und weil ich ein bisschen faul bin, nein, Quatsch, weil ich dieses Papier einfach klasse finde, sagen wir es lieber so, werden wir dieses hier verwenden. Und ich habe damit dann auch gleich schon mein Challenge-Ziel erreicht, denn ich habe dann schwarz und orange verwendet. Ja, aber ich finde das Papier auch total cool. Also ist ja jetzt auch erst neu in den Shop gekommen. Ich zeige es euch nochmal hier so. Und wir nehmen hier das da. Und dann werde ich euch natürlich, weil es ist ja immer mein letztes Video, bevor das Release kommt, einen kleinen Sneaky Peeky mal wieder zeigen. Und tada! Ja, also ich finde das mega cool. Also auch die Schrift hier. Hier haben wir Walpurgisnacht und Hexennacht und Hexen dürfen das. Mond und Hexen. Schimpft sich auch Hexennacht. Das kommt jetzt bald raus. Also freut euch schon mal drauf. Und heute gibt es sogar zwei Sneak Peeks, weil das brauchte ich jetzt wirklich mal hierfür. Oder das brauche ich noch, weil ich möchte dieses Walpurgisnacht verwenden. Und das Ganze werde ich auf einen Banner machen. Den gibt es auch neu. So, mehr dürft ihr nicht sehen. Nein, ihr werdet es ja jetzt gleich eh nochmal sehen, wenn ich es ausgestanzt habe. Des Weiteren verwenden wir hier wieder diese coole neue Stanze vom letzten Release. Einmal hier mit dem Baum-Inlay und einmal mit dieser Briefmarke außenrum. Und ja, mal gucken, was ich dann noch irgendwie zusammenschreine. Gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt, denn ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so eine hundertprozentige Idee. Ich wusste nur, mit was ich was arbeiten heute möchte. Also gut, wünscht viel Glück und bis gleich!
haben. Wir haben fertig. Ja, so sieht mein Stück Geschichte. Ja, also mein Challenge-Stückchen jetzt aus. Ich weiß, ich halte das immer irgendwie blöd unter die Kamera, aber ja, ich hoffe, ihr könnt es trotzdem genau hier sehen. Also wir haben hier unser süßes kleines Häckchen, das ja vor dem Mond rumfliegt, der eine etwas ungewöhnliche Farbe hat. Zugegeben, ich wollte es eigentlich gar nicht unbedingt so mit so krass. Also ich dachte, das Neon Orange, das ist ja Neon Orange, ja, würde noch ein bisschen mehr so orangig rüberkommen. Aber es ist irgendwie will es nicht so richtig, so wie ich jetzt gerade will. Aber nichtsdestotrotz, mir gefällt es total gut, auch mit Orange in Kombination. Vielleicht erstmal auf den ersten Blick ein bisschen ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig, aber mir gefällt die Kombination tatsächlich wirklich. Ich hoffe, euch auch. Ja, und ansonsten hoffe ich, ihr freut euch auf das, was jetzt neu kommen wird. Und ich kann euch sagen, natürlich kommen auch noch ein paar andere Sachen. Also auch für die, die jetzt nicht so auf Halloween oder sowas stehen. Es gibt auch noch ein paar andere schöne Sachen. Unter anderem auch noch ein paar andere schöne Stanzen und. Also auf jeden Fall dann reinschauen. Und ansonsten dann in 2 Wochen wieder bei mir. Bis dann. Tschüss.